Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrum-Bunker. Der Sommer ist ja nun endlich da und deswegen habe ich mich passend zur Badesaison mal informiert, was man sich in Schwimmbädern so alles an ekligen Krankheiten holen kann. Und das ist durchaus eine ganze Menge. Am interessantesten in der Hinsicht sind natürlich Whirlpools mit ihrem bakterienfreundlichen warmen Wasser. Und das Erste, was ich in dem Zusammenhang gelernt habe, ist, dass tatsächlich der durchschnittliche Badegast ungefähr ein Zehntel Gramm Fäkalien in seiner Poritze kleben hat. Es gibt offensichtlich tatsächlich Leute, die sowas erforschen. Auf jeden Fall werden diese Fäkalien samt der enthaltenen Bakterien mit ins Wasser gemischt. Und bei einem gut besuchten Whirlpool kann man schon damit rechnen, dass so ein bis zwei Esslöffel Scheiße damit reingerührt sind. Das ist per se ein bisschen eklig, aber nicht wirklich gesundheitsschädlich, denn Whirlpools werden natürlich desinfiziert, zum Beispiel mit Chlor oder so. Der Haken an der Sache ist einfach, dass in der Wärme des Whirlpools dieses Desinfektionsmittel relativ schnell wieder abreagiert, sobald ein neuer Badegast ins Wasser kommt und dabei so Hygieneprodukte wie Duschgel oder so mit reinbringt. Selbst ein gut desinfizierter Whirlpool ist keine wirkliche Garantie für ein krankheitsfreies Badevergnügen, denn gerade einer der wichtigsten Keime in solchen Whirlpools, Pseudomonas, der diesen sehr unangenehmen Ausschlag verursacht, ist erstaunlich resistent gegen Desinfektionsmittel und sobald die Konzentration von Desinfektionsmitteln einen bestimmten Schwellenwert übersteigt, geht Pseudomonas quasi in Deckung, hört auf, sich zu vermehren und wartet, bis die Bedingungen besser werden. Wenn mit dem nächsten Badegast die Konzentration dann wieder runtergeht, vermehrt Pseudomonas sich fleißig und infiziert die Haut von allen möglichen Leuten. Ja, und Pseudomonas ist jetzt unangenehm, aber im Grunde relativ harmlos, weil dieser Ausschlag innerhalb von ein paar Tagen wieder weggeht von alleine. Aber es gibt auch noch andere Keime, zum Beispiel Legionella. Legionella kann gerade bei immunschwachen Menschen und älteren Menschen durchaus sehr schwere und tödliche Erkrankungen auslösen, wenn nämlich der Keim mit einem Aerosol in feinen Wassertropfen aufgewirbelt wird und eingeatmet wird und in die Lunge gelangt. Und wie sich jeder denken kann, sind Whirlpools natürlich mit diesem ganzen Geblubber besonders gut da drin, kleine feine Wassertröpfchen mit ganz vielen Keimen in die Luft zu bringen, dass man sie schön einatmen kann. Und nicht zu vergessen mit den erwähnten ein bis zwei Teelöffeln Scheiße, die da auch noch drin rumschwimmen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch diesen Sommer viel Spaß beim Planschen und sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Wir werden alle sterben.